Lass du mein Pferd in Ruhe! Echt mal, du warst nur so ein Lowlife-Drache. Noch mehr Seelen. Ja, in jeder Session erstmal so ein Drache in der Stadt umbringen, wo man ein Haus kaufen kann. In der ersten Session hatten wir Falkenring, jetzt haben wir... Dämmerstern, ja, ja, Zauber ist gefährlich. Stahlpfeile. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster. Naja, noch nie so ein Monster gesehen. Ist ja nicht so, als wäre Dämmerstern schon einige Male angegriffen worden. Hey, kleiner Typi. Wozu die Eile? Ich bringe den Bergmännern Proviant und Ausrüstung. Sie zahlen nicht viel, aber ich darf die meisten Nächte am Feuer im Gasthaus schlafen. Wo sind eigentlich deine Eltern? Sie sind tot. Mein Vater war Seemann. Er hat mich auf seiner letzten Fahrt mitgenommen. Als er krank wurde, haben sie uns hier abgesetzt und sind weitergefahren. Er ist einige Tage danach gestorben. Seitdem schlage ich mich so durch, aber es ist schwer, sehr schwer. Armes kleines Etwas. Schon hart? Ja, ja, hier, geh mal weg, ne? Böse Leute vom Schiff. Einfach die aussetzen. Dann haben wir noch in Einsamkeit jemanden, beziehungsweise nicht ganz Einsamkeit. Gut, dass ich noch 15 Blutflaschen habe. Die Frage ist, wen adoptiere ich dann? Naja, die Kinder im Waisenhaus haben ja wenigstens ein Dach über dem Kopf. Schattenmähne hat einen neuen Freund gefunden. Also angeblich ist es mein Pferd. Die Frage ist, wo ist er gerade? Ist das überhaupt ein R? Ja, da vorne. Ihr wollt sicher jemand anderen. Ich bin nur der Stalljunge. Nur der Stalljunge? Wie gefällt dir der Hof? Nicht wirklich gut. Alle haben Mitleid mit mir und behandeln mich nicht schlecht, aber... Aber... Hä, wieso entschuldigen? Der hat sich doch gar nicht entschuldigt. Meine Eltern waren in der Armee. Es gab einen Hinterhalt. Katla hat gesagt, sie würden mir zu essen geben, wenn ich mich nützlich mache. Ich kümmere mich um die Tiere, mache Besorgungen und Botengänge, diese ganzen Sachen. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber ich will nicht mehr draußen bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben. Nicht das hier. Um welche Geschichte geht es denn? Mein Charakter fragt immer Sachen, die das Kind vorher gar nicht erwähnt hat. Meine Eltern waren in der Armee. Es gab einen Hinterhalt. Katla hat gesagt, sie würden mir zu essen geben, wenn ich mich nicht... Das hast du eigentlich vorhin schon erwähnt. Ich mache mich um die Tiere, mache Besorgungen. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber ich will nicht mehr draußen bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause. Aber mein Pferd ist doch so nett! Nicht... Das hier. Auch wenn es von mir weggelaufen ist, nicht wahr? Ja, halte dich von Schattenmähne fern. Nicht, dass noch Laser aus seinen LED-Augen schießen. Leuchten immer noch so schön. Eislauf. Ja, die Qual der Wahl. Schade, dass man nicht einfach alle adoptieren kann.
Ein, höchstens zwei. Mehr nicht. Ich habe kein Problem mit Zerstörung. Ja, Zerstörung. Lass die Häuser hier bitte stehen. Zerstörung, Zerstörung, Zerstörung. Ich meine, hier laufen eigentlich so viele Erwachsene herum. Wieso adoptieren die nicht ein paar Kinder? Heimsgier! Der bei mir noch kein einziges Wort gelabert hat. Im LP, so nach dem Motto, er steht da vorne vor Talos Schrein und macht eigentlich eine Predigt darüber. Aber der hat bisher noch kein einziges Wort im LP dazu gesagt. Lustigerweise. Frage ist, wo rennt sie herum? Aura flüstern. Was? Irgendeine Aura, die klein aussieht. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ja, du bist auch verdammt. 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 Ich rutsche das Dach hinunter. Verdammt. Und zugenäht. Eine ziemlich langsame Rutsche. Was? Ja. Seht ihr eine kleine Mini-Aura? Jedenfalls sind hinter dem Haus noch ein paar Leute. Mini-Aura. Da bist du ja! Die hat nicht mal ein Haus! Ich meine, der eine darf wie am Gasthaus schlafen in Dämmerstern. Der in Einsamkeit. Na gut, der muss in Ställen schlafen. Aber der bekommt ja wenigstens was zu essen. Und so im Heu einkuscheln. Sie hatte nichts. Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Natürlich. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Warum bettelt ihr? Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen. Und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Das ist aber gemein. Jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Also ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute... Fresse! Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Traurige Momente. Ob es ihm auch egal ist, wenn ich ihn absteche, so wie hier einfach in Falkenring. Schon traurig. Nicht mal ein Dach überm Kopf. Gut, mehr oder weniger, aber trotzdem. Das letzte Hearthfire-Kind hatten wir in Windhelm. Also Lucia ist auf jeden Fall so eine kleine Kandidatin. Die anderen haben ja wenigstens was zu essen und mehr oder weniger ein Dach über dem Kopf. Auch wenn der in Einsamkeit in den Ställen bei den Pferden schlafen muss. Ene, mene, mu. Wo bist du? Obst und Gemüse, alles irgendwo. Und erschwinglich. Mit dem fliegenden Essen. Es ist ein Wunder. Ein Wunder. Diese Frau zu sehen. Ja, fliegendes Fleisch. Das hing doch eigentlich da oben. Wie ihr das ertragen könnt. Kommt und seht euch mein Angebot an. Oder das Fleisch denkt, hey, Aval stinkt, wir wollen nicht in seiner Nähe sein. Was wollt ihr, Milchtrinker? Hey, Milch ist gesund.
Lecker, erfrischend. Aber eigentlich suche ich das Kind, was hier rumläuft. In der Stadt irgendwo. Was? Irgendwo im Nirgendwo. Ein bisschen Hängemoos mitnehmen. Und dann von der Wache angeschnauzt werden. Ey, ihr dürft hier gar nicht Dinge mitnehmen. Ist verboten. Es kursieren Gerüchte über euch und schlechte Kunde aus Dämmerstern. Ja, ich gehöre zur dunklen Bruderschaft, weil Leute gesehen haben, wie ich durch die Tür gelaufen bin. Ja, ich adoptiere Kinder und bringe sie zur dunklen Bruderschaft. Wenn hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ist eigentlich mittlerweile mal die Leiche von Ulfric weg? Und hier seinem Beratertypen. Da liegen die immer noch da. Nach allem, was ihr getan habt, sollte ich euch zusammenschlagen. Was wollt ihr? Ja, zusammenschlagen. Hab ich die eigentlich hier runtergebracht? Dann. Also hier sind schon mal keine Leichen, aber der Typ will mich zusammenschlagen. Das ist nicht nett. Aber ja. Der Körper ist endlich mal weg. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Ja, nur eine weitere Frage der Zeit. Oder die haben Ulfric gegessen. Wildbret. Woher will man wissen, dass es hier von Hirschen ist? Und nicht zum Beispiel Ulfrics Oberschenkel? Apropos Waisenkind. Avencio Arentino. Drehlot ist er tot. Wieso bist du dann immer noch hier? Wenn ich groß bin, werde ich Meuchelmörder. So kann ich vielen Kindern helfen, so wie ihr. Wieso bist du eigentlich immer noch hier? Du hast gesagt, du gehst zum Waisenhaus zurück. Vor allem klingt überhaupt nicht kindlich, eher wie so ein Teenager. Also die anderen Kinder klingen viel mehr nach Kindern. Naja, vielleicht hat er ja so einen verfrühten Stimmbruch. Ich bitte euch nur. Was? Ja! Damit ich etwas Essbares kaufen kann. Vielleicht ist sie ja im grauen Bezirk. Diese Suche nach den Kindern. Ich gehöre zur Besatzung der Nordwind. Schön für dich. Oder bei den Docks. Könnte auch sein. Da bist du. Die Arbeit auf dem Bauernhof. Sophie! Entspannung ist schön und gut. Heute hat wieder niemand Blumen gekauft. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ein kleines Blumenmädchen, auch du, was die Blumen verkauft hat. Ich dachte zuerst, das wäre Lucia, aber nein, das warst du. Bist du, wo sind deine Eltern? Sie sind tot. Meine Mama ist gestorben, als ich klein war. Ich kann mich nicht sehr gut an sie erinnern. Mein Vater war ein Soldat der Sturmmäntel. Eines Tages zog er in den Dienst und kam nicht mehr zurück. Ich verkaufe Blumen, damit ich Essen kaufen kann. Es ist nicht viel. Aber was soll ich sonst machen? Ein Dach über den Kopf scheint sie nicht zu haben. Danke. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Was denn? Ich muss Kinder suchen. Dass wir das gerade geklärt haben. Sagte Chicken und wurde hungrig. Wieso liegen hier 25 Karotten? Du willst doch Essen kaufen! Guck mal, hier liegen 25 Karotten, Sophie! 25 Karotten! Guck mal! Iss! Ich weiß, man soll nichts von Fremden annehmen, aber iss! Natürlich ist die Arbeit bei Bolfrida nicht meine erste Wahl. Aber was kann man hier sonst tun? Nimm! Für dich! Schenke ich dir! Die lagen da sowieso!
Ich habe die irgendwann mal rausgeschmissen, genau wie die Äpfel. War es nicht so, dass ich dann aus irgendwelchen dieser Häuser rauskam, ich total schwer überlastet war, nur herumschleichen konnte und ich deswegen das rausgeworfen habe? Nein, ich bin kein Werwolf mehr.